meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Ja, kaum zu glauben, aber der März ist auch schon durch und ich möchte euch gerne meine aufgebrauchten Sachen zeigen. Und da hat sich natürlich wieder mal etwas angesammelt, Leute. Schaut. Und zwar ist das Körbchen schon wieder voll, Leute. Also nicht ganz so toll oder doll wie schon die letzten vergangenen Monate, aber ja, für einen Monat ist das schon viel. Genau, und ich fange einfach mal an, Leute. Und zwar habe ich von Balea das Duschgel Totes Meersalz mit Meeresmineralien und mit Minz- und Limettenduft aufgebraucht. Das war so toll, Leute. Ich liebte den Duft. Oh, ja, wirklich. Und das war weder künstlich, das war einfach... Ihr habt da mit Mojito geduscht, Leute. Also Limette und Minze. Das war so eine tolle Duftmischung. Und ich hole es mir dann wieder nach. Ich hoffe, es hat es noch. Genau. Dann zum Essen habe ich von DM Bio die Vanille-Kokosmandeln gehabt. Die waren so weiß überzogen mit Schokolade und sehr lecker. Also wenn ihr Mandeln mögt, holt sie euch. Dann habe ich von Tete Sept das Mary Cinnamon Star flängendes Schaumbad gebraucht mit Apfel, Zimt und Mandeln. Dieses hier, das habe ich euch ja in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Und ja, das hat sehr toll weihnachtlich gerochen und das war so richtig pink, so ein bisschen auch künstlich, das muss man ja mögen, aber der Duft war super. Also Zimt und was steht hier? Apfel kommen sehr gut raus. Mandel, das ist ja immer eine Frage, aber genau, das war sehr gut. Dann habe ich von Dontodent die gewinkelten Interdentalbürstchen aufgebraucht, die ganz feinen, super feinen. Da sind 28 Stück drin gewesen, genau, die rosaroten. Dann von Dontodent wieder das gleiche, einfach in konisch fein. 32 Stück wieder, die so hellblauen. Dann einmal von Lidl, Eigenmarke Sien, die Cotton Pads. Ich hole mir ja diese immer entweder im Aldi oder im Lidl nach. Die sind sehr gut. Die haben so zwei verschiedene Seiten und sehr günstig auch. Das dann wieder zum Essen habe ich die Skittles mit Frucht- und Joghurtgeschmack gehabt. Die waren gut, aber nicht wie die Originalen. Aber, also, aber wenn ihr so, wie sagt man, Himbeere mögt oder eben so Joghurtgeschmack, kann ich sie euch empfehlen. Dann habe ich eine Kerze aufgebraucht, Leute, und zwar eine große. Und das ist von Profissimo, die Duftkerze. Tropische Duftkomposition mit Ananas, Kokos und Zitrusnoten. Fördert positive Emotionen. Ich hatte diese in meinem Wohnzimmer stehen, Leute, und ich habe diese täglich angemacht und die ist so schnell fertig geworden, weil die so lecker war. Also die hat wirklich die ganze Wohnung beduftet und alle meine Besucher sind in meine Wohnung gekommen. Ich habe sie extra vorhin angezündet und haben so gesagt, oh, was ist das? Das riecht so toll. Was? Und nachher ich so, das ist einfach eine Kerze. Aber wirklich, also sagen wir, auch wenn eure Wohnung mal nicht so gut riecht oder so, dann zündet das an und dann riecht es so toll. Ich hoffe, die kommt da ins Standardsortiment oder es hatte auch eine zweite, die ich leider nicht geholt habe oder gekauft habe.
aber ich hoffe, das nächste Mal kann ich sie mir holen. Dann haben wir hier von Naturally Pam Clean Protein Bar Brownie. Das war sehr gut, Leute. Es war ein bisschen trocken, aber hat wirklich so den Brownie-Geschmack. Ja. Dann von Café Royal Amaretti Kapseln. Oh, die waren so gut, Leute. Also falls ihr Amaretti mögt, holt euch diese oder findet diese, weil ich weiß gar nicht. Ah doch, ich habe sie im Otto's gefunden, aber so im Mikro findet ihr diese Richtung oder Geschmacksrichtung eben nicht. Das ist schade, aber sehr gut. Dann habe ich mal so ein Misterchen bekommen von Wash oder Washo. Waschstreifen für die Waschmaschine mit Lavendelgeschmack. Da waren zwei Stück drin. Das ist so ein nachhaltiges Waschmittel, so ein Waschpapier, das ihr in die Wäsche legt und dann wird eure Wäsche sauber. Und ich muss sagen, das hat wirklich funktioniert. Der Dreck von den Kleidungen ist weg und dieses Papier ist, glaube ich, hat sich aufgelöst. Ich habe nichts mehr gefunden in der Kleidung und auch in der Waschmaschine. Und ja, der Duft ist halt ein bisschen stark, aber sonst hat es gut funktioniert und da steht auch, wird kein Mikroplastik verwendet und ist vegan. Ja, und dann von dem Bio-Erdbeeren in Bärenschokolade. Das war auch super, Leute. Also falls ihr Erdbeeren mögt, holt euch das. Dann von Rexona das Active Morning Spraydeo. Genau. Die Duftrichtung war auch gut, war nicht zu stark, nicht zu künstlich, mochte ich, aber eben wie gesagt, Spraydeos sind bei mir immer schnell fertig oder aus und ja, ich habe jetzt schon ein neues wieder stehen. Dann von Balea das erfrischende Waschgel, mild schäumend mit Hydrokomplex und für normale und Mischhaut. Und da steht 10% Aloe Vera. Und ich muss euch sagen, Leute, das hatte wirklich Aloe Vera drin. Also, als ihr die Waschcreme rausgenommen habt aus der Tube, dann dachtet ihr eigentlich, das ist ja eigentlich wirklich Aloe Vera, wo ihr ins Gesicht schmiert und so. Und ich finde, das müsst ihr auch mögen. Also, falls ihr die Konsistenz von Aloe Vera nicht so mögt, dann kann ich es euch nicht empfehlen, aber für mich halt als zum Abschminken und so, es war super. Das Problem war hier der Verschluss, also bei mir geht das nie so richtig zu, egal wie viel Druck auch ihr benutzt und so, aber keine Ahnung. Und das hat mich ein bisschen gestresst, weil es ist immer rausgelaufen und so und ja. Dann habe ich von Balea das Handreinigungsspray aufgebraucht. Das war mal im Adventskalender, als Corona angefangen hat, Leute. Und das hat so lange bei mir gehalten und ich habe es immer gebraucht. Aber jetzt ist es halt fertig. Und das war super. Also wenn DM wieder so irgendetwas Gutes in den Adventskalender reintut, bin ich dabei, Leute. Der Duft war auch sehr gut. Und auch diese Sprayfunktion, also nicht so das, was ihr so auf die Hand gebt, sondern mit Spray, also wirklich super. Dann von Shiseido Essential Energy hatte ich mal diese Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, das Müsterchen. Ich habe gegoogelt, die ist recht teuer, diese Creme. Und ja, ich habe diese verwendet und die sehr schnell eingezogen und es hat ein bisschen Parfüm gehabt, aber die ist wirklich, ich habe sie aufgetragen aufs Gesicht und die ist eingezogen, Leute. Ihr müsst gar nicht warten und man merkt den Preisunterschied zu Drogerieprodukten manchmal schon bei teureren Produkten. Genau. Dann habe ich noch zwei Produkte, Leute.
Und einmal das Frosch Aloe Vera Sensitive Waschpulver. Das habe ich hier schon mal gezeigt. Hatte ich eine zweite vergünstigt gekauft im Tenner bei uns. Und da muss ich sagen, ich mag die Waschgele von Frosch lieber als die Pulverform, weil die bleibt ein bisschen auf der Kleidung hängen. Also keine Ahnung wieso. Ich brauche eigentlich nicht so viel Pulver, aber ja, ich hole mir nicht mehr Waschpulver von Frosch oder allgemein. Ich mag lieber so die Pads oder das Gel, Waschgel, genau. Und dann, Leute, meine Top-Empfehlung. Ich habe es heute gegessen zum Mittag, weil es musste schnell gehen. Ich hatte von zu Hause aus gearbeitet. Und dann habe ich von der Migros V-Lov die Plant-Based Lasagne Bolognese gegessen. Ich glaube, das ist neu, ich weiß nicht, oder ich habe es zum ersten Mal gesehen. Und muss das natürlich mitnehmen, da ich ja laktoseintolerant bin. Und ich habe die gegessen, die war so lecker, Leute, wirklich. Also, also vom Käse her, okay, ist es ein wenig weniger als beim Originalen. Aber das Fleisch oder, wie soll ich sagen, das Ersatzprodukt für das Fleisch, ich glaube Soja, irgendetwas, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut aus. Das war, also ich habe gar keinen Unterschied gemerkt, auch so vom Fleischgeruch oder vom Essen her. Also ich mochte diese Lasagne und ich werde mir diese definitiv nachholen. Und ja, die ist auch recht gesund, steht hier. Also Grün B ist ja oftmals gut oder gesund und ja, wieso nicht? Also dann habe ich auch keine Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe und ja, super Migros, wirklich. Genau, Leute, das war's schon. Ah nein, ich habe noch ein Produkt. Und zwar von Essence, Lash Like a Boss, Instant Volume und Length, wasserfeste Mascara, diese blaue, glänzende. Leute, holt euch diese Mascara nicht, die ist Katastrophe. Ich habe mir diese geholt, weil ich dachte, die ist wasserfest, aber die hat bei mir so verschmiert hier immer. Also ich habe sie nur einen Monat gebraucht und das, weil ich habe einfach gedacht, das Geld ist so schade, ich möchte es einfach aufbrauchen. Aber am Ende des Monats war ich einfach nur noch froh, ist der Monat durch, Leute, weil die hat kein Volumen gegeben, die hat einfach verschmiert, ist nicht wasserfest, Leute. Nein, holt sie euch nicht, wirklich nicht. Und ich bin froh, habe ich jetzt eine neue Mascara. Und zu dem Thema kommen wir auch. Schaut, Leute, ich habe mich geschminkt. Meine Augen, vielleicht seht ihr so. Und zwar, ich habe gesagt, ich bin Selena-Fan oder für Selena. Und darum habe ich mir von Rare Beauty Sincerely Me bestellt. Das ist so eine Eyeshadow-Palette mit Mascara. Da, so eine kleine, also Reisegröße Form. Und ich habe eben mein Augen-Make-up und mein heutiges Make-up mit dieser Palette und mit dieser Mascara gemacht. Und bis jetzt, Leute, ich muss sagen, die Frau hat es einfach drauf. Die kann schauspielen, die kann Musik machen, die kann irgendwie Filme machen auf Netflix, keine Ahnung. Und nachher macht sie noch Schminke und keine Ahnung, was sie sonst noch macht. Aber die Frau ist super und ich wollte sie mit etwas einfach unterstützen und mir Make-up-Produkte von ihr holen, weil ich auch schon viel Gutes gehört habe. Und ja, ich habe mich eben extra für dieses Video mit dieser Palette und Mascara geschminkt. Und falls ihr das Make-up doch mögt, gebt mir doch einen Daumen hoch. Dann schminke ich euch dieses
Make-up und ja, gebt mir doch Bescheid, wie ihr es findet. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen und über eure lieben Kommentare. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, meine Lieben. Tschüss!